Wie wollen wir mit den Bruderhähnen umgehen? Diese Frage stellen sich viele Brütereien. Die derzeit gängige Praxis wird aus Gründen des Tierschutzes gesellschaftlich immer weniger akzeptiert. Wie können wir dieser besonderen Herausforderung begegnen und dem Tierwohl gerecht werden? Unsere Lösung ist die Geschlechtsbestimmung im Ei. Die hier vorgestellte Technologie nutzt dafür die hyperspektrale Messtechnik. Bei der hyperspektralen Messtechnik wird das Geschlecht anhand der Gefiederfarbe der Embryonen von Braunlegern bestimmt. Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit präsentieren wir nun unsere vollautomatisierte Lösung, Shaggy. Diese Maschine bestimmt das Geschlecht eines Embryos im zweiten Drittel der Brut. Dazu werden die Bruteier in die Maschine eingelegt. Die Eier werden automatisch zur Messkammer befördert. In der Messkammer werden die Eier von unten mit einer Halogenlampe durchleuchtet. Unbefruchtete Eier lassen dabei viel Licht passieren und erscheinen daher orange. Befruchtete Eier leuchten deutlich weniger und wirken daher dunkel. Doch schon diese geringen Lichtmengen reichen aus, um mittels hyperspektraler Bildgebung das Geschlecht bestimmen zu können. Der gesamte Vorgang ist nicht invasiv. Es besteht daher auch keine Gefahr einer Kontamination. Nach der Analyse der hyperspektralen Bilder können die Bruteier mit einer Geschwindigkeit von etwa 20.000 Eiern pro Stunde nach Geschlecht sortiert werden. Eier mit weiblichen Embryonen werden markiert und zurück auf die Vorbruthorden gesetzt. Die Eier mit den männlichen Embryonen werden tierschutzgerecht betäubt und die embryonale Entwicklung beendet. Die Eier mit den weiblichen Embryonen werden zurück in den Brutschrank gebracht. Am 21. Bebrütungstag schlüpfen mit einer Genauigkeit von bis zu 98% die weiblichen Küken. Der gesamte Prozess läuft vollautomatisiert und in Hochgeschwindigkeit ab. Shaggy ist einfach zu bedienen und erfordert nur minimalen Schulungsaufwand. Das Verfahren ist nicht invasiv, das heißt, die Eier müssen nicht geöffnet werden. Daher besteht keine Gefahr einer Kontamination und keine Gefahr einer Verletzung des Embryos. Auch die Schlupfeinbußen sind minimal. Nicht zuletzt werden bei der hyperspektralen Messtechnik keine Chemikalien eingesetzt, was die Methode besonders umweltfreundlich macht. Shaggy ist daher ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Tierwohl.